500 Leute, glaube ich, tödlich verunglückt. Ja, ich glaube, kann es sein? Es gibt zwei Reportagen oder so. Ja, behaupte mich nicht an den Zahlen, aber ich meine, es sind irgendwie 500 oder mehr als 500. Ja. Das ist der tödlichste Berg der Alpen, das Matterhorn. Seht ihr unsere Route, die in der Hörnligrad. Wir starten da unten dann in der Hörnlihütte und da geht es alles hoch, hoch, hoch. Und diesen Berg schon anziehungskraft, das Matterhorn, oder? Ja. Seit ich ihn gesehen habe, reizt es mich, da irgendwie raufzugehen. Gell? Das ist abartig, oder? Das ist... Warum ist das so, Bro? Das ist Matterhorn. Ja, das Matterhorn, oder? Aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen. Aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen. Sie sind gefangen in so einem Rad. Wunderschönen guten Morgen aus dem Schweizer Wallis, und zwar aus dem Bergdorf Zermatt auf rund 1600 Meter am Fuße des Matterhorns. Schön, dass du hier auf diesem Kanal gelandet bist. Vielleicht bist du ein neuer Zuschauer, Zuschauerin, vielleicht bist du aber auch mit dabei aus der ersten Stunde. Ich mache wieder mal einen Video-Vlog und nehme euch mit in einen besonderen Moment meines Lebens, glaube ich. Denn die Besteigung des Matterhorns war schon immer irgendwo in meinem Raum präsent. Es war auf meiner Bucketlist und nächste Woche geht's los. Ich bin gestern angereist hier und morgen geht's zur letzten Vorbereitungstour auf den Pollux auf 4000 Meter. Um hier mal ein Bild zu geben, da ist das Matterhorn, 4478 Meter, da geht es nächsten Mittwoch hoch. Wir sind hier in Zermatt, ein unglaublicher Kraftplatz, wirklich, das musst du einmal im Leben gesehen haben, hier musst du mal vorbeikommen. Und morgen geht es hier auf den Pollux. Ich habe die Vorbereitungstour schon einmal gemacht, vor 4 Jahren, und dort hat das dann mit der Besteigung nicht geklappt, weil, das habe ich auch schon in einem anderen Vlog gesagt, weil da eine Fels Platte vom Matterhorn gestürzt ist und wir dann nicht mehr hochkommen. Vielleicht haben wir nächste Woche mehr Glück. Und ich nehme euch ein bisschen mit in mein Erleben. So, warum mache ich diese Vlogs? Warum nehme ich dich, euch hier mit? Weil es ist schon spannend. Seit 2014 mache ich regelmäßig YouTube-Videos. Und von 2014 bis 2016, 17, da habe ich ja beinahe fast mein komplettes Leben mit dir, mit euch hier geteilt. Ich habe das wie dokumentiert mit all meinen Erfolgen, mit meinen Verlusten, mit meinen Misserfolgen, mit meiner Entwicklung. Ich habe das alles hier dokumentiert. Und dann wurden die Videos etwas weniger, die Vlogs auch weniger. Und in den letzten 5 Jahren habe ich mich in der Tiefe erforscht. Mache ich nach wie vor. Und diese Frage kam immer wieder mal auf, warum mache ich diese Vlogs, warum nehme ich dich mit, soll ich das weiterhin machen oder nicht? Und da kommen mir immer 2 interessante Antworten, die ich jetzt gleich mit dir teilen werde. Ich möchte dir hier noch kurz einen Ausblick geben, wo wir sind. Was ich richtig geil finde ist, da vorne gibt es einen Wasserfall, wir haben direkten Zugang dazu. Ich habe heute auch meine Morgenroutine damit gestartet. Ich bin aufgestanden, habe ein Glas Wasser hier getrunken, wie immer, weil der Körper sehr viel Wasser verliert durch die Nacht. Und dann habe ich dort ein schönes Eisbad, weil es ist Gletscherwasser, so fühlt es sich zumindest an, genommen bei diesem wunderschönen Wasserfall. Es war so, 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 so schön. Und dann habe ich meine Meditationspraxis gemacht und jetzt bin ich da. Ich habe auch mein Mikrofon mit dabei. Warum? Erstens, weil ich gestern mein Montag Mentoring Call gehabt habe mit unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen vom Human Elevation Mentoring. Und das ganze Kamera-Equipment habe ich hier, weil ich noch die allerletzten Videos abdrehe von Modul 10 für das Human Elevation Mentoring 3.0, was jetzt bereits schon am Start ist. Wir haben das Mentoring nochmal stark weiterentwickelt, weil du musst dir vorstellen,
Meine Kompetenzen und meine Arbeit als Bewusstseinslehrer, als Coach, als Therapeut haben sich in den letzten 4-5 Jahren stark weiterentwickelt. Und da war es einfach Zeit, das Mentoring 2.0 zu erweitern, weiterzuentwickeln auf das Mentoring 3.0. Und das ist jetzt nochmal ein komplett neues Level, so wie du in 12 Wochen zu mehr Lebensfreude, innere Frieden, Sinnhaftigkeit, Verbundenheit kommst. Und diese 10 Module inklusive der persönlichen Betreuung mit mir, mit den Live-Calls, mit dem Support, das ist einfach, also das ist so, wie wir es machen, einzigartig auf dem Markt. Mit all den verschiedenen Elementen, die da reinkommen, ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und darum habe ich das ganze Kamera-Equipment mitgenommen. Wenn du mehr dazu wissen willst, kannst du mal unten in der Beschreibung auf den Link klicken. 12 Wochen Mentoring, kannst dort mal lesen gehen, was auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen so schreiben, gibt Feedback und dann kannst du so einen Einblick haben, was sie da machen. Genau, jetzt zu der Frage zurück. Warum mache ich das, was ich mache, warum nehme ich euch mit? Und ich will dich dazu einladen, mal von deiner Perspektive zu betrachten. Warum machst du das, was du machst? Oder warum bist du heute Morgen aufgestanden? Weißt du das? Ich meine, so viele Menschen stehen einfach auf, gehen zur Arbeit, konsumieren, essen und schlafen wieder. Ja, aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen. Aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen. Sie sind gefangen in so einem Rad. Aber die wenigsten Menschen fragen sich in der Tiefe wirklich, warum mache ich das, was ich mache und warum bin ich überhaupt so, wie ich bin? Ja, ganz viele Leute, ihr kennt es, wir alle haben irgendwie bestimmte Verhaltensmuster, die wir gerne verändern wollen, aber wir versuchen es die ganze Zeit, aber irgendwie schaffen wir es manchmal, ja, aber oft auch nicht. So, warum sind wir so, wie wir sind? Wer bist du? Warum bist du hier? Das sind ganz wichtige Fragen, existenzielle Fragen auch, und ich glaube, ein Großteil der Gesellschaft beschäftigt sich gar nicht damit. Was aber wichtig ist letztendlich für dein Wohlbefinden, damit du richtig glücklich bist, inneren Frieden spürst, in deine Kraft kommst, dein Potenzial entdeckst und es lebst. Naja, und darum einfach kurzer Impuls. Stell auch dir mal immer wieder die Frage, warum machst du das, was du machst? Warum mache ich diese Vlogs nach wie vor immer noch? Nicht mehr so viel, aber immer noch. Und es hat 2 Gründe. Der erste Grund ist, weil ich es einfach in bestimmten Situationen sehr gerne mache. Ich nehme dich sehr, sehr gerne mit. Ich habe mich lange gefragt, warum haben mich die Vlogs-Videos auf den ganzen Reisen, die ich gemacht habe, ja, in Australien, Uganda, Tansania, Kolumbien, Costa Rica, LA, wir waren ja überall unterwegs in den letzten Jahren, von 14 bis 18, 19, warum mache ich das? Warum macht mir das Freude? Warum begeistert mich das? Und einer der Gründe ist, weil ich immer das Ziel oder die Absicht verfolge, mit meinen Videos, ja, die ein Stück Lebensfreude zu transportieren. Ja. Ich lebe ja hier, so jetzt gerade, und für mich ist das Erleben hier ist einfach richtig geil. Und ich weiß, dass nicht alle Leute hier nach Zermatt kommen können oder sonst irgendwo nach Australien oder Uganda kommen wollen. Und wenn du aber meine Videos schaust und ich es schaffe, dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn ich es schaffe, dass du die Videos schaust und einen guten Vibe hast, sogar noch etwas lernst, Inspiration tankst, dann finde ich das ein sehr schönes Gefühl und das erfüllt mich. Weil letztendlich ist es in meiner Arbeit auch so, die ich mache. Ich werde ja mit meinen Kunden immer wieder ihre Wahrnehmungshorizonte erweitern. Ja, dass sie mehr sehen können, was sie vorher nicht gesehen haben. Und dadurch können sich Dinge ganz schnell verändern. Und was ich mit diesen Videos auch mache, ist, man könnte sagen, ja, ich möchte, wenn du diese Videos schaust, dass du eine tolle Erfahrung beim Schauen hast. So, das macht mir Freude, das begeistert mich, dieser Gedanke erregt mich, finde ich einfach geil. So, das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, auch wegen meiner Arbeit, natürlich, klar, weil erstens gibt es immer wieder auch Reichweite und Leute kommen auf den Kanal, die dann checken, ah, was macht denn der Patrick überhaupt? Ah, krass, er ist Bewusstseinslehrer, Coach, Therapeut. Ah, krass, das kriege ich bei ihm. Da kann ich mit ihm vielleicht zusammenarbeiten und mein Leben komplett verändern. So, das ist natürlich auch spannend für mich. Es hat also auch marketingstrategische Zwecke. Ich kann aufmerksam machen auf meine Arbeit, auf mich als Lehrer. Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn du zurückgehst
2014 und die Videos schaust, dann wirst du wahrscheinlich erkennen, okay, der Patrick hat sich ein bisschen verändert, ja, so lange Haare bekommen, von außen habe ich mich so ein bisschen verändert, klar, aber da ist ja auch ganz viel in mir passiert in den letzten Jahren. Ja, da ist das ja viel ruhiger, stiller geworden, aber gleichzeitig klar und gleichzeitig kraftvoll. Da ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich hatte früher ADS, ich konnte nie richtig still sitzen. Ich war impulsiv, ich war teilweise aggressiv. In bestimmten Momenten habe ich mich schnell triggern lassen. So heute ja, ist da von kaum mehr was übrig. Impulsivität ist gleich zero. Ja. Heute kann ich 10 Stunden sitzen, meditieren und ich bin überhaupt nicht ungeduldig, sondern da wird es ganz still in mir, ganz ruhig, ganz klar. So, das heißt, auch in mir, ja, in meiner Entwicklung ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Und wenn du das erkennst, wenn du das siehst, ja, dann kann es natürlich sein, dass ich dich erstens inspiriere, da haben wir es wieder, und zweitens, du vielleicht auch sehen kannst, okay, das, was der Patrick macht, muss ich mir vielleicht genauer anschauen. Weil weißt du, wie viele Coaches da draußen gibt es, die von sich gar nichts zeigen? Ja, schau doch mal den deutschen Coaching-Markt an. Da gibt es so viele Leute, von denen siehst du nichts privat. Nichts. Marketing-Manager, Marketing-Strategen haben mir geraten, Patrick, lösch alle deine Videos von 2014, 15, diese Bodybuilding-Videos, das ist nicht gut für dich und deine Karriere, für dein Business, jetzt mit dem Human Elevation Institute, dem ersten Institut für Bewusstseinsentwicklung in der Schweiz. Du musst alles löschen. Nee, mache ich nicht so. Ich habe alles transparent hier dokumentiert. Über mich, du weißt, wer ich bin. Ja, nicht konkret in meiner Ganzheitlichkeit, aber zumindest findest du von mir ganz viel. Wie gesagt, Erfolge, Misserfolge, Reisen, meine Frau, ich zeige dir, ich nehme dich mit nach Hause. Ich werde mit dir, wenn du magst natürlich, durch diese Videos auch intim. Ja, ich zeige mich. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, was mich in der Rolle als Coach, als Therapeut, als Bewusstseinslehrer unterscheidet von ganz vielen anderen Menschen da draußen auf dem Markt, die unsichtbar sind, die eine Maske tragen für Social Media und im Hintergrund hast du keinen Plan. Du weißt nicht, haben die überhaupt Kinder? Haben die Kinder? Ja, nein. Was machen die? Wie sind die privat? Wie sind die hinter der Kamera? Ja, weißt du nicht. Und sehr oft nehme ich wahr, dass die Authentizität fehlt. Und du kannst vieles über mich sagen, aber was du nicht sagen kannst, ist, dass ich nicht authentisch bin. So. Ich bin hier auf YouTube genauso, ja, hinter der Kamera, wie ich vor der Kamera bin. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wenn Menschen an Retreats von mir kommen oder an den Live-Coaching Day oder an Seminare wie das Elevation Camp. Immer wieder erstaunlich zu sehen oder auch schön für mich zu sehen, wenn Menschen kommen und sagen, hey Patrick, du bist ja genau gleich wie in den Vlogs. Ja, klar. Warum nicht? So, warum nicht? Authentizität ist sehr wichtig, dass du in eine Richtung denkst, in eine Richtung fühlst, in eine Richtung handelst, dann bist du integer. Ja, musst dich nicht verstellen, sondern bist so, wie du bist. Und dadurch verlierst du auch viel weniger Energie. So, gut. Jetzt weißt du, warum ich das Ganze mache. Jetzt habe ich mich soeben vorher im Dorf mit Kregi getroffen. Kregi ist mein Kollege, mit dem ich die Touren mache. Vorbereitungstour, aber auch nächste Woche die Matterhorn-Besteigung. Und wir haben uns noch die restlichen Materialien geholt, die wir nicht selbst haben. Helm, Bickel, den wir brauchen oben im Eisfeld. Und dann auch die Steigeisen. Wir brauchen Steigeisen, weil es oben Schneefelder gibt. Und ohne Steigeisen kommst du einfach nicht hoch. Ja? Und schaut mal, das ist der Eingang zum Apartment. Das ist mitten im Fels eingebaut. Wir haben den Eingang in den Fels reingebaut. Schon krass, jetzt geht ein Lift hoch zum Apartment. Hier ist natürlich auch nicht mehr so viel Platz, ein Zermatt. Ist alles auf engstem Raum gebaut. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Zermatt war früher mal ein kleines Dörfchen. Und seit 1862, glaube ich, als das Matterhorn das allererste Mal bestiegen wurde, bekam das mehr und mehr Aufsehen, dieser Ort. Und es explodiert. Also die Leute, die hier ursprünglich von Zermatt sind, die mal Land oder auch ein Haus hier hatten, die sind, wenn sie es etwas klug angestellt haben, heute alle Millionäre. Ja, weil die Preise hier ins Unermessliche hoch sind. Und es einfach keinen Platz mehr hier gibt. Ne? Weil ich meine, willst du noch bauen?
weiter hoch. Geht schon noch. Ich glaube, es wird immer wieder hier gebaut. Aber es ist krass, was aus dem Matt geworden ist. Da kann man sagen, naja, schade, ja, Natur, klar. Aber andererseits gibt es auch sehr viele Touristen hier. Von China, von Arabien, von überall, die ganze Welt kommt hierher. So, ich muss jetzt mal checken, ob die passen. Wenn nicht, muss ich sie echt einstellen. Ich treffe mich jetzt mit Kegi, um etwas zu essen. Und schaut mal, hier haben wir es. Der Edward, das war der erste Mensch, der das Matterhorn bestiegen hat. Und zwar am 14. Juli 1865. Das ist das richtige Datum. Und hier in diesem Hotel, da war er. Und ihr seht, hier ist sehr viel los. Sehr viele Touristen. Denn es ist auch Hauptsaison. Von da haben wir unsere Bergführer gebucht. Wir haben morgen einen Bergführer dabei für uns beide und dann nächste Woche für die Besteigung dann jeweils ein Bergführer für mich und ein Bergführer für den Kregi, sodass sie möglichst safe sind. Ja. Bro, cheers! Und, bist du ready für morgen? Sehr ready. Du auch? Auch ready, ja. Bist du ready fürs Matterhorn? Nächste Woche? Also, ja, gut, wir werden morgen herausfinden, ob wir wirklich ready sind, oder? Also morgen ist ja die Generalprobe, kann man sagen. Ja. Morgen ist ja auch ein Pollux und das ist lustig, weil wir essen hier im Hotel Pollux. Was für ein Zufall, oder? Ist geil. Passt. Passt. Und ich habe gerade heute so überlegt, woher kennen wir uns eigentlich? Oder respektive, mir ist klar, woher wir uns kennen, aber wann war das? Und es war 2014, haben wir uns zwei kennengelernt. Richtig. Er war Moderator. Damals vom Schweizer Fernseher, respektive vom Schweizer Jugendfernseher. Jugendfernseher. Genau. Choice. Ja, da war ich mit Mischa bei dir in der Sinne. Vielleicht haben wir sogar noch einen kurzen Einblick. Das gibt noch Videos. YouTube-Hype und Natural Bodybuilding. Beides trifft auf meine heutigen Gäste zu und ist auch Thema von der heutigen Joyzone. Die. Ja, geil. Und das ist jetzt fast 10 Jahre her. Fast 10 Jahre her. 2014. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und ja. Daraus ist die Idee entstanden. Hey, weißt du was? Wir können das mal zusammen machen, weil du wolltest es ja immer machen. Genau. Das haben wir eigentlich immer auf dem Radar gehabt, auf dem Programm gehabt und irgendwie dann, ich glaube, vor einem Jahr oder so, als wir uns wieder gesehen haben, beim Abendessen so, wir müssen noch aufs Matterhorn. Da weißt du noch was. Da war noch was. Lass es uns ready machen. Ich sag dir, das ist ganz, ganz wichtig, auch in deinem Leben, so als Inspiration. Wir sagen oft, ja komm, das machen wir, wir wollen Dinge anfangen, aber dann schieben wir es so vor uns her und irgendwann ist es vorbei. Ja. Und darum ist es wichtig, manchmal einfach zu sagen, okay, lass es uns fixen, jetzt in den Termin einbuchen, jetzt organisieren, boom, und erledigt. Übrigens, hier sehen wir auch nochmal die Erstbesteigung des Matterhorns. Von diesen Erstbesteigen, und was auch krass ist, beim Abstieg sind 4 Leute in den Tod gestürzt. Mhm. Und du meintest, es sind schon 500 Leute, glaube ich, tödlich verunglückt. Ja, ich glaube. Kann das sein? Es gibt 2 Reportagen oder so. Oder? Ja, behafte mich nicht an den Zahlen, aber ich meine, es sind irgendwie 500 oder mehr als 500. Ja, das ist der tödlichste Berg der Alpen, das Matterhorn. Der tödlichste Berg der Alpen, ja, aber es ist auch einer der meistbestiegenen Bergen, glaube ich. Wahrscheinlich. Und dann, oder? Der schönste. Und der schönste. Das stimmt. Also ich kenne keinen schöneren Berg als dieses Matterhorn. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, wie du das so siehst. Ja. Das ist schon ein ganz spezieller Berg. Ja. Absolut. Und diesen Berg hat schon eine Anziehungskraft, das Matterhorn, ja, oder? Ja, seit ich ihn gesehen habe, reizt es mich da irgendwie raufzugehen. Gell? Das ist abartig, oder? Das ist. Warum ist das so, Bro? Das ist das Matterhorn. Das Matterhorn, oder? Ja. Das ist Legende, oder? Ich sag's euch, Leute, kommt, wenn ihr hier nach Zermatt kommt, macht euch einfach bewusst, es kann sein, dass euch das Matterhorn ruft. Und ihr eines Tages einfach hochgezogen werdet. Kann sein. Oh, schau mal, da seht ihr unsere Route, die Hörnli gerade. Wir starten da unten dann in der Hörnli-Hütte und da geht es alles hoch. So sieht es aus. Aber zuerst machen wir morgen nicht den Fluss. Jetzt mache ich noch eine schöne Sauna-Session. Und ich
Ich weiß nicht, ob du den Human Elevation Podcast abonniert hast auf Spotify und auf iTunes, aber falls nicht, ist es eine Herzensempfehlung, diesen Podcast zu abonnieren. Wir haben immer wieder sehr interessante Gespräche mit interessanten Menschen. Und letztens war die ehemalige ZDF-Moderatorin Nina Ruge mit dabei, die sich jetzt spezialisiert hat auf Lebensverlängerung und Altersverlangsamung. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Ja, man kann das Leben verlängern, man kann das Alter verlangsamen. Sehr spannend. Und in dieser Podcast-Episode hat sie verschiedene ganz wichtige Elemente, die wissenschaftlich sehr gut erforscht sind, mit uns geteilt, die wichtig sind, um eben möglichst, sie sagt es so schön, um möglichst lange gesund zu leben, sodass du im hohen Alter gesund bist, fit bist, einfach dich wohlfühlst in deinem Körper und dann möglichst schnell stirbst. Oder? Das finde ich noch ein toller Satz. So, möglichst gesund lang leben und dann schnell sterben. Also, was sie da meint, ist nicht so langsam so vor sich her siechen. Ja, gibt es ja auch, aber naja, wir nehmen es natürlich so, wie es kommt. Aber das ist schon ein schönes, so eine schöne Absicht. Und sie meinte, dass etwas, ein von diesen Elementen, die man eben anwenden kann in seinem Leben, unter anderem Kälte- und Hitzetherapien sind. Darum gehe ich auch regelmäßig Eisbäder machen, bei uns im Fluss, aber auch sonst. Im Winter haben wir ein Fass bei uns im Garten und mache ich auch regelmäßige Sauna-Sessions. Da erzähle ich auch immer wieder in meinen Stories davon. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Vorteile, die ich daraus nutze. Und nur eine davon ist die Lebensverlängerung. Ja, check den Podcast mit Nina Ruge ab. Ich werde den auch mal unten in den Show Notes verlinken. Einfach dort mal reinschauen. Es lohnt sich. Wir haben immer wieder tolle Episoden mit tollen Gästen. So, meine Freunde, wir sind unterwegs. Wir sind ready hier auf dem kleinen Matterhorn ausgerüstet mit Pickel, mit Gurt. Steht es auch am Start. Und wir haben hier Freddy, der unser Berg Führer ist, seit 40 Jahren hier, oder respektive mehr, seit 40 Jahren in den Bergen, seit 64 Jahren in Zermatt, richtig? Ja, seit 66. Aber 66, ja. Seit 50 Jahren in den Bergen. Seit 50 Jahren in den Bergen, okay, das ist nochmal ein anderes Level. Und er meinte gerade vorher, als er noch jung war, ein kleiner Junge war, da war ein Drittel von dem los hier in Zermatt als heute. Es ist natürlich einiges gegangen jetzt. Und wir werden jetzt hier über diesen Gletscher laufen und dann dort zum Pollux. Okay, wir sind jetzt hier am Fuße des Pollux. Wir sind jetzt wie viele Stunden? Eineinhalb Stunden übers Eisfeld gelaufen? Ja, gut eineinhalb Stunden. Gut eineinhalb Stunden. Und jetzt geht's hier hoch. Und du freust dich schon auf die Schokolade oben, ne? Schokolade mitgenommen? Ja. Ja, darum machst du das, gell? Dass du nur oben wegen der Schokolade. Das, na, okay. Genau. Alright, ist ready. Los geht's. Okay. Yep. Let's go.
geht es hier in die Felswand und das bedeutet Brille weg und Helm an. Oh, oh shit. Du musst aufpassen, dass der Rucksack hier nicht runterfällt. Weil das fände ich geil. Kann man machen. Kann man machen. Das kleine Geschäft auf fast 4000 Meter. He? Muss auch sein. Ziemlich steil, hä? Ja. Die Schuhe sind klasse, oder? Die Schuhe, weißt du? Das ist kein Gefühl, die tun gut. Also, du spürst den Felsen nicht. Ja, das meine ich. Das ist anders wie beim Klettern mit Kletterschuhen. Aber es ist krass, dass diese Schuhe auch so. Wie fest. Fest hatten da, also. Kleinsten Stellen, ne? So, Stau am Berg hier. Es gibt Leute, die sind schon natürlich vor uns oben gewesen und kommen jetzt runter. Und hier wird es jetzt steil. Kann ich kommen, Freddy? Ja, kann ich kommen. Okay, sehr gut. Hier gibt es noch Ketten, die uns unterstützen. Nice, Bro. Letzten Stück hier. Da geht's hoch bis zum Gipfel und hier die heilige Maria mit dem Menschen gewordenen Gott, Sohn Gottes, Jesus Christus. So, vamos. Letztes Stück hoch. Wir müssen Steigeisen montieren jetzt. Jetzt gibt es hier noch ein paar Jungs, die haben den weiten Weg hier nach oben gemacht und gehen aber nicht mehr runter, sondern fliegen runter. Ist das richtig? Hoffentlich, ja. Wir probieren es. Geil. Das ist auch geil. Hey. Ich glaube, das ist gut, ja. Den habt ihr jetzt da hochgetragen? Wie schwer? Ist nicht so schwer. Ist ungefähr 3 Kilo. 3,5 vielleicht, die ganze Ausrüstung. Das ist schon geil. Dann kannst du... Weil das Geile ist ja das Hochlaufen. Das Runterlaufen finde ich jetzt nicht so das Geile. Und wenn du dann runterfliegen kannst? Ja, aber manchmal muss Level, man oder? Auch laufen. Gell? Gestern sind wir alles runtergelaufen. Okay. Fast 16 Stunden. Warum? Weil es nicht geklappt hat? Genau. Weil der Wind in Zermatt zu stark war, es hatte Böen. Ja. Dann haben wir entschieden, runterzulaufen. Okay, geil. Und du hast auch einen dabei. Da habt ihr zwei, oder? Genau, ja. Der erste ist meiner und der zweite ist mehr von Kollegen. Mega. Und das macht ihr das oft? Wie sieht es aus, also wie Profis? Zweimal pro Sommer machen wir zusammen Touren, aber natürlich fliegen wir auch sonst und gehen auch sonst ab und zu in die Berge. Mega. Ja. Wie lange habt ihr noch Zermatt, wenn ihr jetzt da runterfliegt? Wie lange geht das? 20 Minuten. 20 Minuten? Wow. Aber weißt du, was für ein geiles Panorama? Ey. Sensationell. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, ja, einen schönen Flug. Gut, toi, toi, toi mit dem Wind, ja. Danke, danke. Bye, 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 bye. Yes! Oh Leute, das ist einfach geil! Gut! Jetzt ziehen wir die Steigeisen an, bevor es so hoch geht. Und merkst du die Luft da oben? Krigi, merkst du es? Ja, ein bisschen. Bisschen, ne? Leicht, ja. Gell? Leicht. Ich auch, leicht. Gut, dass wir schon einen Tag vorher hier waren, in Zermatt, für die Anklimatisation. Oh, shit. Doch. Doch, geht. Sehr gut, oder? Oh, das ist... Das ist nochmal ein anderes Level. Das ist nochmal ein anderes Level. Das ja. Muss ich dir schauen, wegen der Wind, wegen der Grenze. Du hast auch Fallschirmsprung erfahren, ne? Ja. Mehrere, wie viel Mal bist du schon gesprungen? Ein bisschen mehr als 500 Mal. Das ist geil. Aber das ist der Gleitschirmflug, was da ist. Ja, klar, klar.
ist nochmal was anderes. Ein bisschen gemütlicher. Ja, das stimmt. Das ist so. Will das auch noch machen, Freddy? Warum nicht, oder? Kann man ja mal machen, oder? Kann man ja mal machen. Ja, ja, ich weiß noch, als wir den Fallschirmsprungkurs gemacht haben. Meine Wettkampfdiät war das, Bro. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte den Fallschirm nicht zusammenlegen, Bro. Ja. Yes. Puh, wir sind oben. Krass. Bro. Yes. Nice. Woohoo. Ei, ei, ei. On the top. Wow. Wow. Freddy, geiler Typ. Gratuliere. Sehr gut uns geführt Bravo. Hier. Richtig gut Freddy. Gemacht. Gratuliere. Ich war ein guter Walk. Danke dir. Super. Sensationell. Geil. Gut gemacht. Ei, ei, ei. Richtig, richtig geil. Wow. Krass. Freddy. Lies kam am besten losgipfen. Und dann der Rosa ist da hinten. Rechts nach links, die Zunft verspitzt, die verspitzt runter. Ah, voilà. Warte, holen sieht man von hier nicht. Ne? Wunderbar. Alkohol, da oben du. Ja. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Kann man das machen? Ist das safe? Alles ja. Ich nur ein Schlückchen. Ich trinke sonst auch keinen Alkohol, aber jetzt. Aha. Auf 4000 Meter. Gesundheit. Gesundheit. Christian. Ready? Yes. Zum Wohl. Gesundheit, so ich. Die Banane. Ja. Cheers. Das Ding ist ja, ist super nice. Jetzt sind wir hier oben. Ich habe hier auch mal meinen Rucksack angemacht, da mit dem Bickel. Jetzt geht es natürlich wieder runter. Das heißt, wir haben Halbzeit. Und das Runtergehen ist auch nochmal, ja, schon teilweise eine Challenge, weil irgendwie ist das Runtergehen einfach anders. So, ist eine andere Technik. Solange das man kann, klettert man vorwärts runter, wenn es nicht allzu schwierig ist. Genau. Ja. Und wenn es dann schwierige Kletterpassagen gibt, dann rückwärts. Okay, bis hoch. Wir sind unterwegs runter und jetzt das Klettern geht ganz gut. Oben war eine heikle Passage. Ja, aber also heikel, einfach so eine kleine Challenge, würde ich sagen. Ja. Mehr technisch. Gut gemeistert. Gut gemeistert, technisch, ja. Und jetzt sehen wir hier schon, wie die Wolken auftun. Und Freddy meint, wir müssen jetzt ein gutes Tempo haben, weil er sagt, wenn es hier jetzt gewittert, dann willst du nicht dort über den Gletscher laufen, oder? Ist nicht geil. Über den flachen Gletscher, nein, ist nicht so. Okay, ja, hier in den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen auch. Das heißt, let's go. Vamos. Vamos, vamos. Muchachos. Vamos, vamos. Schläferig, aufpassen. Achtsam sein, okay. Patrick und die Kamera, eine Liebesgeschichte. Teil meines Jobs, ja, Teil meines Berufs, oder? Habe ich euch gesagt. Warum mache ich das? Teil meiner Berufung. Das muss man machen, oder? Immer wieder mal euch mitnehmen in die Struggles, in den Lifestyle hier. Ja, nee, es gab so zwei, drei kleine Challenges. Einmal ist... Geh mal her, ja. Mach das nicht so schlecht.
Einmal ist Gregi fast am Anfang ausgerutscht, weißt du noch? Ja, ja, hast du mich gehalten? Ja, habe ich dich gehalten. Das war schon so okay, kleine Challenge. Und dann Steigeisen anziehen, das muss im Matterhorn auch besser gehen. Ja. Und dann einmal bin ich auch ausgerutscht, weißt du noch, bin ich fast in die Gletscherspalte. Einmal bin ich fast in die Gletscherspalte rein. Ja. So hat es mich so runtergezogen. Das waren so ein paar heiße Stellen. Und jetzt los, schau mal, die kommen schon. Und da hinten gab es auch nochmal für Gregi eine Challenge mit dem Seil. Ich glaube, das haben wir drauf auf der GoPro. Was einfach eine technische Sache war. Der Struggle. So ins Seil reinzulehnen und dann runterzukommen. Ja. Da warst du kurz blockiert, oder? Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Wenn du nicht weißt, wie, von der Technik her zum Halten. Ja, das ist dann top. Aber ist da gut gegangen. Ja, genau. Und darum machen wir auch die Vorbereitung vor, ja. Aber da waren schon ein paar Struggles dabei. Vielleicht kommen auch noch ein paar. Wir sind ja noch nicht zu Hause. Wir sind erstmal fast unten am Fuß. Nach 2 Stunden durch das Eisfeld, durch den Gletscher da. Und hier muss man immer auch achtsam sein, denn hier gibt es überall Gletscherspalten. Kleine Pause. Oh. Setz dich doch auf den Rucksack. Rucksack, ja. Hä, nicht? Das ist eine sehr gute Idee, aber wenn mein Arsch nicht nass. Oh, alles gut. Ist gut, ein bisschen den Arsch kühlen, tut gut. Konditionell sind wir fit. Ich denke, Krieg ist noch ein bisschen konditionell fitter als ich. Es war jetzt kein Kinderspaziergang, so das war es nicht. Aber es war okay. So. Das Matterhorn ist natürlich dann nachher nochmal ein anderes Level. 1200 oder 1300 Meter, alles hoch. Mehr Kletterpassagen, schwierigere Kletterpassagen. Das ist dann schon nochmal ein anderes Level. Ja. Aber ging gut. Ging auf jeden Fall besser als noch vor 4 Jahren, als ich mit Julia die Tour gemacht habe. Ich glaube, da habe ich mich jetzt besser vorbereitet, meine Hausaufgaben besser gemacht. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wenn du so eine Tour machst, dass du dich langsam herantastest. Ja, 100 Kilometer Märsche beginnen auch nur mit dem ersten Schritt natürlich. Und so kann man sich immer langsam herantasten, wenn man das denn will. Wow. Krass, ja? Deftig. Die letzten Schritte. Freddy, danke. Bro, hey. Weltklasse. Ja, lass dich umarmen. Perfekt. Perfekt. Großartig. Weil, schau, jetzt kommt es Haken so leicht. Ja, ich mach da mal so. Aber du, das letzte Stück da, das war jetzt nochmal dieses kleine Stückchen von da hoch. Das waren 20 Minuten Hustle, oder? 300, 400 Meter waren. Hä? Hatten das noch mehr. Was war das, du? Hatten es noch mal in sich. Oh ja. Hey, aber wenn wir mit 66 noch so fit sind wie Freddy. Ja, das. Yes, Respekt. Los, Meditation. Kalt, Wärmetherapie, gutes Training, gut wandern, Kraftsport, Yoga, gutes Essen, Leute. Ist easy möglich, ja? Oder einfach immer in den Bergen rumkraxeln, so wie Freddy. Ja, Freddy ist fit. Top. Sehr gut. Kann man machen. Yes! Oh, wie gut es tut, wieder im Apartment gekommen zu sein. Und wir gehen gleich in den Spa. Gesnackt, ein paar richtig gute Mikronährstoffe. Blueberries, sehr, sehr, sehr geil. Kiwi, ein bisschen Hummus und vegane Käse.
von Roots, Karotten. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die beste Schokolade der Welt von Lederach. Die haben 70, 80, 90 Prozent. Ja, also die Schokolade oben. Ja, ich habe noch etwas und ich habe auch noch die 70er, die ist noch ganz. Unverbraucht. Aber deine Karriere-Schokolade war auch geil. Die hat uns den Arsch gerettet. Nächste Woche müssen wir den Fix mitnehmen. Ja, ja, also das never change a winning team, never change a winning system. So, wir machen alles genau so wie heute. Ja, Matterhorn, die gleiche Unterwäsche ziehe ich an, alles genau gleich so. Aber waschen noch. Klar, klar. Ja, ja. Und was sagen die Daten? Ja, 1680 Kilokalorien haben wir verbracht. Okay, wir waren 7,5 Stunden unterwegs. 7,5 Stunden, 25.559 Schritte. Ja, okay. 18,38 Kilometer gemacht, okay. 1000 Höhenmeter. Ja, ist okay, kann man machen. Nicht so schlecht. Kann man machen, ja, nee, ist gut. Absolut. Nochmal eine gute Vorbereitung. Und jetzt ab ins Spa. Oh yes, ich schlafe direkt ein ins Spa. Oh, ja, ich habe mal so vorher gecheckt, was tut mir denn so weh hier? Gibt es etwas, was mir weh tut im Körper? Linke Zeh? Vordere, der große Zeh, da spüre ich, da ist irgendwas nicht gut gewesen mit dem Schuh, zu viel Druck oder so. Okay. Und ich muss mir einen anderen Rucksack organisieren. Ich habe zwar noch einen zu Hause mit einem bisschen breiteren. Aber die sind ein bisschen schmal bei dir. Die waren zu schmal. Ja. Und jetzt hier, wow, das ist richtig alles verspannt. So eine Bananenstreife nehme ich noch mit von der Coro Drogerie. Richtig geil. Aber schmeckt richtig geil. Warte, meine Schlappen. Willst du einen geilen Trick sehen? Zeig. Jetzt noch zeig dir den Wasserfall da hinten. Der Wasserfall ist so geil. Ich habe den geilsten Wasserfall direkt da hinter dem Haus. Übrigens, wenn ihr mehr solche Vlogs sehen wollt und wenn ihr meine Arbeit hier auch als Content Creator, wenn ihr die wertschätzen und die anerkennen möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr diesem Video einfach einen Daumen nach oben gebt und natürlich diesen YouTube-Kanal auch abonniert, sodass ihr keinen wertvollen Content mehr verpasst, der euch stärkt. Da sind wir, meine Freunde, im Paradies. Für so eine Zielgruppe wie mich ist sowas natürlich das absolute Paradies. Wie geil ist das hier? Wir hatten eine sehr gute Idee, da hoch zu Jesus Christus Kreuz. Wir haben ja heute noch nicht so viel Höhenmeter gemacht. Ja, kann man noch 30 machen, 40? Ja, ich glaube von da oben hat man eine richtig schöne Aussicht nochmal. Ach, der Matt. Ich glaube schon, dass wir hochkommen mit den Schuhen. Nicht optimal, aber geht. Und ich glaube besser, wenn wir die Tücher einfach da lassen, oder? Wenn wir frei. Wäre glaube ich noch eine gute Idee. Ich habe mich so vorher überlegt, so stellt euch vor, wir waren so auf dem Pollux. So, alles gut gelaufen. Und jetzt gehen wir hier hoch und wir verletzen uns. So, wie dumm wäre das? Von einer Skala 1 bis 10, wie dumm wäre es? 11. 11, ja. Bestimmt 11. Oh, schaut mal, was hier Schönes uns über den Weg läuft. Yes! Hallo. Hi. How are you? Good. So, wenn ich hier bauen könnte, in Zermatt, dann wär's da. Schau mal, was für ein guter Platz, Bro. Das wäre der beste Platz. Da hinten hast du den Fluss. Da hinter dir ist gar niemand mehr, du hast Natur. Und du siehst sogar das Matterhorn, was jetzt hier in den Wolken badet. Und du siehst auf das ganze Dorf. Schau mal, das ist der beste Platz in ganz Zermatt, um zu bauen. Oder? Ja, ist so schlecht. Ey, beste geht's gar nicht. Was meinst du, was bezahlst du hier für einen Quadratmeter?
5000. 5000 für einen Quadratmeter hier. Das kann sein. Shit. Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Ich bin gestern wieder gut nach Hause gekommen. Wir haben heute Samstag, 19. August. Dieses Video wird auf YouTube veröffentlicht am Sonntag, 19. August. Das heißt, wir sind top aktuell. Am Montag, nächste Woche, geht es dann für mich wieder los nach Zermatt. Und wenn alles gut läuft, wir haben perfektes Wetter vorhergesagt. Am Donnerstag findet dann die Matterhorn-Besteigung statt. Drückt uns die Daumen und wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Lasst auch gerne einen Daumen da, wenn dir dieses Video gefallen hat, sodass du diesen Kanal und meine Arbeit auch unterstützt, wenn du das willst. Wir freuen uns, ich freue mich. Und zu allerletzt vielleicht noch ein kurzer Reminder. Wir haben einen kostenfreien Workshop, in dem du lernst, wie du aus festgefahrenen Mustern ausbrichst und dein Leben voller Sinnhaftigkeit, Selbstbestimmung und Lebensfreude führst. Ja, verabschiede dich von Orientierungslosigkeit, von einem 0815 Leben, von Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen gehen, sondern komm wirklich voll in dein Potenzial und fühl dich verbunden mit dir und letztendlich mit dem gesamten Kosmos. Wenn das für dich spannend ist, dann findest du den Link zum kostenlosen Workshop in der Beschreibung. Direkt erster Link, noch zweiter, check's ab und dann sehen wir uns im Workshop. Und wir sehen uns nächsten Sonntag, dann hoffentlich nächsten Sonntag, wenn alles gut geklappt hat, im nächsten Video die Matterhorn-Besteigung. Bis dann, mach's gut und schlaf. Dein Patrick, bye bye.